Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Star Stable Remakes mit Ximena Evening Rider. Ja, ich bin jetzt hier wieder zum Silo geritten, zu Barney, denn hier waren wir ja auch noch stehen geblieben und haben jetzt im Grunde ja zwei Sachen laufen. Einmal um Butterfly und Violent die Geschichte und natürlich hier auch noch mit Barney, mit der Feier, die wir hier vorbereiten wollen und müssen und sollen, sein Sommerfest. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir jetzt heute erstmal hier weiter. Hallo Barney. Wow, jetzt wächst es sehr schnell. Es muss der Dünger sein. Erinnere mich daran, Claire und ihrer Kuh einen Sack mit Futter zu schicken, um mich zu bedanken. Und ich hätte das nie ohne dich geschafft, Ximena. Du wirst durch auch eine Belohnung bekommen, wenn wir fertig sind. Du wirst nicht durch, sondern auch. Ja, genau. Sprich mit Barney. Es ist Erntezeit und das bedeutet eine Menge Arbeit. Um es ein wenig aufzupeppen, schlage ich vor, ein Rennen zu machen. Wie du siehst, ist der Mähdrescher auf dem Feld noch nicht fertig. Sei also vorsichtig mit Caking. Oh oh. Rennen? Hebe alle Kartoffeln so schnell wie du kannst. Bist du soweit? Ja. Rennen. Ja, Gott, jede Kartoffel hier schnappen und sich möglichst dabei natürlich nicht von dem Mähdrescher hier über den Haufen fahren lassen. Okay, da ist einer, wo wir hin müssen. Wo ist der Mähdrescher? Da ist der Mähdrescher. So, jetzt müssen wir hier zu diesen Kartoffeln hin. Wo geht's weiter? Da. Okay. Zu schnell sollten wir tatsächlich nicht sein. Nicht wegen dem Mähdrescher, sondern auch, weil wir sonst gar nicht mitkriegen, wo wir lang müssen. Aber gut, das klappt bisher ganz gut. Aber wollen wir es mal noch nicht loben, bevor wir nicht hier fertig sind. So, und jetzt? Achso, jetzt müssen wir da zu dem Ausgang vom Feld wieder hin. Okay, das ging jetzt relativ gut. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür XPs? Ich habe es gar nicht gesehen. Müssen wir gleich mal drauf achten, ob K-King jetzt auch was kriegt hier. So, Barney, wir haben die Kartoffeln eingesammelt. Was für ein Tempo und was für tolle Kartoffeln. Ich bin beeindruckt, Ximena. Dankeschön, ja. Also wir haben zwar 10 XP bekommen, aber fürs Pferd gab es dabei nichts bei dem Rennen. Na gut. Was meinst du, sollen wir das gleich mit den Karotten machen? Da kriegen wir dann 35. Jetzt kann ich ja hier mal gucken. Natürlich machen wir das auch mit den Karotten. Jetzt wissen wir ja auch, wie es funktioniert und können hier mal schnell die Karotten einsammeln. So, ich muss ein bisschen gucken, wo ist der Mähdrescher? Der kommt uns da gerade entgegen. Das ist ungünstig. Gott, lass uns hier in die Richtung. Ja, ja, huck mal hier nicht so rum, du Mähdrescher. Achso, jetzt müssen wir erst da hinten hin. So, dahin. Ich glaube, um den Mähdrescher müssen wir uns jetzt gerade... Oh, 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 oh. Ich möchte hier bitte einmal durch. Danke. Ja, ja. Ach, immer dieses Rumgehupe. Das war's doch schon, ne? Ja. Ab zum Ausgang. Yay! Angekommen. So, das haben wir dann auch geschafft, Barney. Wie waren wir? Mann, bist du schnell. Und was für tolle Karotten. Beeindruckend. Ja, danke schön. Jetzt ist nur noch der Kohl übrig. Los, 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 Ximena. Machen wir auch noch den Kohl einsammeln. Und immer auf den Mähdrescher achten. Ne? Nicht, dass wir da irgendwie totgefahren werden. Das machen die Mähdrescher nämlich hier gerne. Ich weiß das so von Championaten, wo ich das tatsächlich immer noch schaffe, hier in diese Mähdrescher reinzukrachen. So, aber gut. Jetzt sammeln wir erstmal Kohl. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir? Ach, da ganz hinten. Ja, schnell! Aber hier über so ein Feld, ich weiß nicht, also die Reiter unter euch, habt ihr denn schon mal so auf so einem Stoppelfeld ein Rennen gemacht mit eurem Pferd? Das macht mega, mega Spaß. Weil so, man muss natürlich nicht, man kann nicht auf jedes Stoppelfeld einfach drauf, da muss man schon vom Bauern das okay haben, wenn abgeerntet ist, dass man da mit dem Pferd auf sein Feld darf. Aber wenn er das erlaubt, dann ist das echt ein mega Gaudi, macht total Spaß. Und vor allem auch dem Pferd, die haben da richtig Spaß im Backen. Also da haben wir schon die dollsten Rennen uns gegenseitig hier geliefert. So, auch das wäre geschafft. Der Kohl ist geerntet. Sehr, sehr schön. Das freut uns. Barney, was meinst du? War doch gut jetzt, oder? Beeindruckend. Du hast das ganze Feld geerntet. Ich bin dir so dankbar. Das ist es. Was glaubst du? Sollen wir mal probieren? Vielleicht kannst du Steves Pferde im Stall ein bisschen geben. Ich vertraue ihm im Geschmack. Du weißt, dass zu viele Kartoffeln nicht gut für Pferde sind. Meine Kartoffeln hingegen sind völlig harmlos. Es ist etwas mit dem magischen Boden meines Feldes. Aha, okay. Dann gehen wir mal eben die Pferde beim Steve füttern mit Kartoffeln. Habe ich jetzt, das ist aber doch Kohl. Hat er jetzt gerade Kohl oder Kartoffeln gesagt? Das werde ich dann gleich erst wieder sehen, wenn ich das Video schneide. Ob ich mich jetzt so derbe da verlesen habe, aber gut, egal. Also wir füttern mit dem Kohl, den wir jetzt im Rucksack haben, die Pferde von Steve. Ja,
Hallo Steve, wir müssen mal eben hier in deinen Stall die Pferde füttern. So. Und hopp. Und da haben wir ihn. So, mal sehen, was die dazu sagen. Ich meine, mögen tun die den wahrscheinlich, aber. Ah, guck mal, ich habe hier Kohl. Jetzt. Warum habe ich den Kohl denn noch? Doch, Kartoffel. Ich wollte doch gerade sagen. Ach so, wir mischen das. Ach so. Was möchtest du denn? Du kriegst Möhrchen. Ja, Möhrchen ist gut. Das mögt ihr, das dürft ihr, das ist klar. Kein Thema. Aber Kartoffel und Kohl würde ich jetzt eigentlich einem Pferd so nicht geben. Aber na gut. Ja. Yeah. So, jetzt aber hier. Gesittet. Nicht so rumstürmen. Oh Mann. Mit den Tasten, das habe ich im Moment echt nicht drauf hier. So. Alles versorgt, alles gefüttert. Das ist gut. Dann können wir ja wieder zurück zu Barney reiten. Nachdem wir ja die Pferde hier glücklich gemacht haben und mal getestet haben, was sie da so zu sagen zu dem Futter. Na, ja, Gott, was leckt das denn heute so hier furchtbar? Das ist ja schlimm. Bei Steve mal. So, hier lang und dann aufs Feld wieder und hier am Rand vom Feld durchdüsen und rüber zu Barney. So, Barney, wir haben den Pferden das gefüttert, wie du gesagt hast. Und nü? Toll, wenn die Pferde sie mögen, dann müssen sie gut sein. Vielleicht kannst du mit Kate Hink zu meinen beiden Brüdern reiten und ihnen jeweils eine Box mit Gemüse bringen. Nach unserer Tradition werden sie das Festmahl zubereiten. Ah ja. Kannst du diese Box zu Marley bringen? Er steht vor seiner neuen Sprungstrecke. Oh, das weißt du natürlich. Du hast sie ja schon ausprobiert. Diese Box ist voll mit erntefrischem Gemüse. Ich hoffe, dass er etwas Leckeres daraus kocht. Knoten in der Zunge. Nehmen wir doch die andere auch gleich mit. Diese Box ist für Kani. Du findest ihn beim Silvergate Pferdesportcenter. Weißt du, wo das ist? Ich hoffe, dass er heute gute Laune hat. Ja, das hoffe ich auch. Er ist ja immer ein bisschen mürrisch, ne? Ja, das passt doch ganz gut. Dann reiten wir jetzt eben bei Marley vorbei, bringen ihm sein Gemüse. Wir haben jetzt, ja, zwei Boxen im Inventar. Und dann eben weiter zum Pferdesportcenter. Gemüselieferung. Ja, kann man machen. Warum nicht, ne? Ist ja wenigstens gesund. Na, ich bin ja mal gespannt, was das für ein Festmahl wird, was die da zaubern. Aber das sind ja alles ganz begnadete Köche, ne? Die Schwester, wie hieß sie? Courtney. Courtney arbeitet ja hier im Pferdesportcenter oben im Café. Da hatten wir ja das Café gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert vor ein paar Folgen. Und ja, da ist jetzt die gute Courtney beschäftigt und kocht da. Das liegt daran, dass die Brüder, auch wenn sie nicht gerade hübsch sind, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, tatsächlich gute Köche sind. Gott, es leckt. Was soll denn das? Ist ja furchtbar. So ein furchtbares Gelege hier. So, hallo Mali, wir bringen frisches Gemüse. Hallo, ich dachte doch, es wäre mal wieder Zeit für ein jährliches Ernteessen. Vielen Dank für die Lieferung. Jetzt muss ich alles für das Essen vorbereiten. Ja, bitteschön, gerne geschehen. Dann düsen wir hier gleich mal weiter und reiten hoch zum Weingut. Und dann können wir ja wieder zurück zu Barney. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann auch wieder zurück zu Barney. Aber erstmal das Gemüse hier abliefern. So, hier durch. So ein bisschen immer die Ecken abkürzen. Eigentlich sollte man ja gerade Strecke reiten, ne? Aber man ist ja irgendwie das gewöhnt, ja so durch die Büsche zu brettern, ne? Irgendwie ist es so, hat sich das so eingebürgert. Weiß auch nicht. Aber macht ja nichts. So. Und irgendwie leckt es die Leute. Es ist fürchterlich. Naja. So, und angekommen. Hallo, Kani. Oh, du schon wieder. Oh, natürlich, danke. Ich schätze, ich sollte dann jetzt mit dem Kochen anfangen. Ja, schätze ich auch mal. So, müssen wir jetzt denn wieder. Ach nee, guck mal an. Wir müssen theoretisch schon, aber praktisch. Warte mal, ist doch so, ne? Silverglade, hier ist die Mühle. Ja, das ist Barney da hinten. Aber da ist jetzt gerade nichts zu wollen. Ja gut, dann haben wir heute mal wieder eine kurze Folge. Wir hatten ja die letzten 2 Tage immer so ewig lange Folgen. Da ist es ja jetzt auch mal wieder ganz schön, eine kurze Folge zu haben. Ja, ihr Lieben, das war's dann schon wieder von der kleinen Xim und von mir. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Start dann morgen früh in die neue Woche. Und wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.